Hey Leute und willkommen zu einer Runde Skywars auf der Map Western und das Ganze wieder alleine und wieder mit einem Thema. Und zwar wollte ich in diesem Video über die Gamescom sprechen. Ich glaube, man kann wieder Tickets kaufen, das deshalb mich momentan wieder mehrere fragen, ob ich denn da sein werde. Und deshalb dachte ich, habe ich jetzt ein Thema und es kommt ein Video, also besser geht's nicht. Okay, da ist einer. Ich dachte, der hat sich in die Mitte teleportiert, aber wir machen uns einfach mal einen besseren Brustpanzer. Ich dachte, hier ist irgendwie eine Workbench, aber okay, die ist hier unten. Und Leute, vorab, ich weiß noch, wo ich das allererste Mal auf der Gamescom war, das war einfach so komisch, weil ich kannte viele Leute so, aber von den Leuten, die da waren, ich kannte die zwar alle, aber nicht so, dass ich so engen Kontakt zu denen hatte. Und man muss bedenken, dass ich da ziemlich schüchtern war. Und das ist echt ziemlich kacke dann. Ich kannte nur einen Internetfreund da, den ich halt täglich geredet habe, oder zwei, wo es halt dann für mich nicht komisch war, dahin zu gehen und mit denen einfach so zu reden. Da waren Pete und Celtics und die alle waren auch schon da, aber mit denen hatte ich noch nicht so guten Kontakt. Deshalb war das alles ein bisschen kritisch. Ich habe eigentlich so die vorletzte Gamescom, habe ich glaube ich so hauptsächlich Kontakt zu denen bekommen. Und wenn ich jetzt sterbe, ne? Oh mein Gott. Ich habe mich einfach fast selbst gefühlt, weil ich ins Feuer gerannt bin. Ja, moin. Aber mittlerweile geht's. Ich weiß, das ist echt ziemlich belastend, wenn man so schüchtern ist. Ich kenne viele so und die so sind und Angst davor haben. Und es ist auch extrem komisch, wenn man die Leute auf einmal alle vor sich hat, die man sonst so... Man guckt sonst so von denen die Videos und auf einmal stehen die so vor einem. Es fühlt sich einfach richtig merkwürdig an, aber irgendwie ist es auch so ein cooles Gefühl. Und wenn man so die Gamescom betritt oder generell so in Köln ankommt, ist man irgendwie so glücklich. Weil das eigentlich immer voll die coole Zeit ist. So ist das zumindest bei mir immer. Und ich finde keine Spieler, da ganz hinten ist wohl einer. Und ja, das Dumme ist halt, dass halt die meisten Bundesländer die letzten zwei Jahre halt keine Ferien hatten. Das ist halt echt ziemlich scheiß gemacht. Ja, bei mir ist das genauso. Ich wohne ja in Niedersachsen. Heißt, ich habe auch keine Ferien mal wieder. Und ich muss halt hoffen, dass das mit meiner Schule klappt. So, den haben wir. Auf jeden Fall versuche ich halt, wenn das wieder mit der Schule klappt, am Donnerstag, Freitag und Samstag auf der Gamescom zu sein. Ich hoffe, dass das alles irgendwie klappt und dass meine Schule das wieder erlaubt. Hatte halt echt ziemlich viel Glück damit. Lol. Als ob die jetzt so runtergefallen ist. Oha. Ich werde auf jeden Fall vor der Gamescom auch nochmal ein Video über das Thema raushauen. Also, keine Ahnung. Die meisten haben das bis dahin, glaube ich, eh vergessen, wer jetzt genau kommt und wer nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wer dieses Jahr auf die Gamescom geht, weil ich habe das Gefühl, dass voll viele dieses Jahr nicht da sein werden. Das wäre halt ziemlich schade. Ich hoffe, dass Pete und die auch wieder da sind, weil dann habe ich wenigstens so Leute, mit denen ich richtig gut bin und mit denen ich... Oha. Mit denen ich halt gut auskomme. Mit der ich Zeit verbringen kann und so. Ich hoffe echt, dass Pete da wieder hinkommt. Okay, es lebt nur noch ein Spieler und der ist da hinten. Und wir laufen hier immer noch mit so einem Kackhelm rum. Oh mein Gott, ich habe mir jetzt ernsthaft eine Workbench gemacht, wo ich einen Stack voll habe. Ja, moin. Ich kann mir eine Angel machen. Ich mache mir jetzt eine Angel. Ich weiß gar nicht, was kann ich noch zu dem Thema sagen. Ja, ich werde wie immer hinter Halle 8 und der Zoobrücke sein. Thema Pizza hatten wir schon mein Q&A. Ach ja, zu meinem Facecam-Video. Danke, dass das so gut ankam. Hab mich echt voll gefreut. Komm, den müssen wir bekommen. Ja, super. GG auf jeden Fall. Dann gehen wir einfach direkt in die nächste Runde. Ach ja, was ich noch vielleicht sagen kann, was aber eigentlich klar ist, falls irgendjemand Bilder machen möchte oder Unterschrift oder so haben will, das finde ich echt ziemlich komisch. Ich weiß nicht, irgendwie denkt man so von sich selbst, man ist halt keine besondere Person. Man ist es ja auch nicht. Aber dann so, die Leute wollen ja trotzdem irgendwie Bilder mit einem machen. Das ist irgendwie voll das geile Gefühl. Dieses Gefühl, wenn so Leute bei ihnen ankommen, dann fragen die halt so nach einem Bild und man liegt so am Abend im Bett und denkt so drüber nach. Das ist eigentlich echt so voll cool, was man so mit YouTube, sag ich jetzt mal, erreichen kann. Wir bauen uns einfach schnell direkt zu denen hier rüber. Also, ja, seid echt nicht zu schüchtern, sondern fragt einfach nach einem Bild. Oh mein Gott, das werde ich verlieren. Bitte sagt mir, dass er keine Enderperle hat. Okay, er hat keine. Gut, Leute. Ich dachte echt, dass ich das jetzt ziemlich verkacken werde, weil er echt ziemlich gute Rüstung hatte. Und Space ist hier auch in der Runde, sehe ich gerade. Ja, das war's mit dem. Wenn ihr euch vorgenommen habt,
Bilder zu machen. Ich kann euch echt nur ans Herz legen, dass ihr das auch wirklich macht. Also wenn ihr euch irgendeinen YouTuber vorgenommen habt, ist ja egal, ob das jetzt ich bin oder irgendjemand anderes. Ich kann es euch echt nur empfehlen, weil ich habe keine Bilder gemacht, weil ich zu schüchtern war. Im Nachhinein habe ich das einfach so bereut, weil man einfach so viele Leute gesehen hat. Und dann hat man einfach sich nicht getraut, ein Bild zu machen. Und das ist echt ziemlich ärgerlich im Nachhinein. Also macht es echt. Seid nicht zu schüchtern, sonst nimmt irgendwie ein Kumpel mit oder irgendeine andere Person. Dann geht das auch. Wow. Das hat er mal richtig gut von mir gemacht. Okay, jetzt sind wir auch schon in der letzten Runde. Zu dem Thema Fotos nochmal. Es ist halt, wenn man ziemlich schüchtern ist, macht man sich halt dauernd so Gedanken. Man traut sich aber nicht. Aber man muss einfach hinlaufen zu der Person nach dem Bild fragen. Weil ich meine, ist ja ganz normal, das machen ja mehrere Leute und dann ist es ja nicht schlimm, wenn ihr es auch macht. Man muss sich einfach so einen kleinen Ruck geben und dann geht das schon. Weil wenn man dann zu Hause sitzt oder auf dem Weg nach Hause ist und dann so drüber nachdenkt, wen man gesehen hat und dass man keine Bilder gemacht hat, das ist echt, dafür könnte man sich schon in den Arsch beißen im Nachhinein. Also kann ich euch echt nur empfehlen, dass ihr es auch wirklich macht dann. Ja, Geister haben zwingend einen Weg in die Mitte gebaut. So Leute, wir haben echt gute Sachen. Das können wir echt noch irgendwie gewinnen. Und als ob noch 4 Spieler existieren. Hä, was machen die denn die ganze Zeit? Und wo ist der andere? Habe ich den jetzt getroffen? Bitte sag mir, dass ich den getroffen habe. Das wäre echt ziemlich... Oha! Ach, da ist noch ein Spieler. Hier haben wir die Enderperle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch auf die Gamescom geht. Das würde mich echt interessieren. Oder ob ihr vorhabt, dahin zu gehen. Und falls ihr irgendwelche YouTuber wisst, die hingehen. Ob ihr zum Beispiel wisst, ob Pete hingeht oder so. Oder irgendjemand anderes. Ihr wisst ja ungefähr, mit wem ich immer aufnehme und mit wem ich zu tun habe. Mich würde das echt interessieren, wer jetzt alles da ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr voll wenige da sind. Im Vergleich zum letzten Jahr von den Leuten, die ich kenne. Und das finde ich echt ziemlich schade. Das macht mich echt ein bisschen traurig, dass ich die dann sozusagen nie wiedersehe. Gut, den haben wir auch. Dann bauen wir uns noch zu dem letzten rüber. Warte, Tränke hätte ich gerne. Und wir haben 2 Enderperlen, also zu nur können wir uns noch retten, falls ich das gebacken bekomme. Och, nee. Sowas hasse ich ja, ne? Hä? Ist der Typ jetzt runtergefallen? Oha! GG. Auf jeden Fall, Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch auf die Gamescom geht oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!